Dieser pfeilschnelle Unterwasserräuber mit dem wissenschaftlichen Namen Merluccius merluccius kann die Größe von über einem Meter erreichen und sich dabei ein Gewicht von 10 Kilo zulegen. Man findet ihn sehr häufig in einer Tiefe von 100 bis 300 Meter, dabei tagsüber in Bodennähe, nachts hingegen häufiger in den freien Wasserschichten oder sogar direkt an der Oberfläche auf der Jagd nach Futterfischen wie Heringen oder Makrelen. In den südlicheren Ländern fängt man Seehechte mit Schleppnetzen und beköderten Langleinen. Kleinere Exemplare kommen als Frischfische, die größeren eingesalzen oder als Filets in den Handel. In Spanien wird auch der Rogen frisch, getrocknet oder gebraten gegessen.